Natürlich. Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute an der Selfie-Bude. Wo steht es da oben? Take a Selfie. Der LearnTech. Ich war heute Morgen schon auf dem Kongress. Sehr coole Keynote zum Thema, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir was lernen? Also wie funktionieren Neuronen, wie funktioniert das Gehirn? Die Lesson Learned aus diesem Talk, die ich da auf jeden Fall mitnehme, ist Pausen einsetzen beim Lernen. Auf jeden Fall immer kleine Pausen machen und das betrifft natürlich auch das E-Learning ganz, ganz stark, weil wir da sehr stark bisher darauf achten, so ja, wir müssen immer Input liefern und wir müssen den Lernenden einfach dazu anhalten, selbst auch mal eine Pause einzulegen und über das nachzudenken, was er eigentlich gerade gemacht hat. Ansonsten werde ich mir heute ein paar Dinge zum Thema VR, AR anschauen, was ich ja schon angedeutet habe. Deshalb bin ich gerade auf dem Weg in Halle 1, ins Startup-Forum und bin gespannt, was dort präsentiert wird. So, inzwischen bin ich wieder auf dem Weg in Halle 2. Ne? Also ihr seht, diese Tipps, gute Schuhe, ist tatsächlich wichtig. Die Sache mit den VR-Brillen ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen hier. Also ich sehe natürlich einerseits, das ist eine Fachmesse und kein wissenschaftlicher Kongress hier auf der Ausstellungsfläche. Das heißt, die ganzen Leute wollen natürlich primär ihre Produkte verkaufen. Es zeichnet sich allerdings so ein bisschen der Trend ab, dass die Leute, also die Anbieter, verstanden haben, dass nicht das Tool, was sie anbieten, quasi zu perfekten Ergebnissen führt, sondern erst das Tool in den richtigen Händen und mit dem richtigen didaktischen Konzept. Und das ist eine Erkenntnis, glaube ich, die ganz wichtig ist. Weil wir können natürlich einerseits Technologie verwenden, aber die Technologie alleine macht ja noch gar nicht das Ding groß oder gut oder die Welt besser. Sondern das müssen letztendlich Leute machen, die sich mit den Lehr-Lern-Konzepten auseinandersetzen, die da Einblicke haben, die fundiert auch ergründen, warum gewisse Dinge funktionieren und andere nicht. Ich bleibe da dran. VR, AR, 360-Grad-Videos, sehr spannend, ist gerade im Kommen. Also da gibt es noch viel zu entdecken und herauszufinden. Und das werde ich mir auf jeden Fall weiter auf die Fahnen schreiben und mich da auf dem Laufenden halten. So, weiter auf der Messe. Zwischendurch habe ich mir ein leckeres Getränk gegönnt, nämlich einen Blended Daiquiri, weil ich ja Blended Learning mache. Ich habe gedacht, das probiere ich mal. Waren ein paar interessante Zutaten dabei, hat aber sehr, sehr gut geschmeckt. Sah auch ganz cool aus, schön grün. Also auf Messen gibt es tatsächlich auch sehr leckere Sachen. Also für mich ist die LearnTech jetzt vorbei. Ich verlasse gerade das Messegelände bzw. die Ausstellungsflächen. Ich hatte jetzt tatsächlich am Ende noch einmal, wow, ist das hell, die Möglichkeit, mich mit Experten im Thema VR, AR auszutauschen. Das war ziemlich cool, denn da bin ich auf einige Dinge gestoßen oder auf Dinge aufmerksam gemacht worden, die, glaube ich, mich ziemlich weiterbringen können. Es gibt wohl einen Arbeitskreis AR, VR Learning in Potsdam. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu wild. Ansonsten muss ich das alles nachher nochmal aufnehmen. Also insgesamt, LearnTech vorbei. Wahnsinnig viel gesehen, viel Neues gesehen, auch viel Altbekanntes gesehen. Ich werde wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche nochmal so ein kleines zusammenfassendes Resümee in die Kamera sprechen, was ihr dann auch hier auf meinem YouTube-Channel sehen könnt. Für heute bin ich auf jeden Fall nochmal zufrieden mit dem, was ich in Erfahrung gebracht habe und gesehen habe. Von daher war es für mich auf jeden Fall ein erfolgreicher Messe und auch ein erfolgreicher Kongressbesuch. Wie gesagt, in diesem Sinne gibt es dann von mir nochmal eine kleine Zusammenfassung, wenn ich mir das alles nochmal, auch meine Notizen, die ich gemacht habe, durch den Kopf gehen habe lassen. Bis dann. Ciao.